Er bringt Hellas Flair an den Bornheimer Hang, ein bisschen zumindest. Dennis Epstein, 5 Jahre lang Griechenland-Legionär und jetzt Neuzugang beim FSV Frankfurt. Über 100 Spiele in der Super League, 2-mal griechischer Meister, doch das Fernweh hält sich bei dem Heimkehrer in Grenzen. Ja gut, das Wetter würde ich fast sagen, aber es ist ja hier auch im Moment sehr, sehr angenehm und ja, vermissen tue ich im Endeffekt nichts, weil ja, es ist ein neuer Lebensabschnitt. 5 Jahre waren schön dort, aber ich freue mich jetzt einfach wieder auch hier in der Nähe bei meiner Familie zu sein, bei meinen Eltern und ja, im Moment vermissen, großartig tue ich nichts. Zuletzt bekam der Linksaußen in Griechenland auch die Wirtschaftskrise zu spüren. Laut eigenem Bekunden sah er seit Jahresbeginn kein Gehalt mehr. In der Bundesliga kickte der 26-Jährige bereits für den 1. FC Köln. Sein letzter deutscher Club vor 5 Jahren, Kickers Offenbach. Vor der Rückkehr auf die andere Mainseite hatte er aber keine Bedenken. Ja, es ist sehr schön, wieder zurück in Deutschland zu sein. Ich meine, ich kenne die Frankfurter Gegend ganz gut aus meiner Offenbacher Zeit und wohne ja selber oder komme selber aus Köln. Von daher ist es auch nicht allzu weit bis in meine Heimat. Und ja, es ist ein schönes Gefühl, wieder zurück zu sein und ja, freue mich auf die neue Aufgabe hier beim FSV Frankfurt. Insgesamt 6 Neuzugänge stehen rund einem Dutzend Abgängen gegenüber. Darunter auch der Finne Juni Kauko, der bereits im Winter vorspielte. Hinzu kommt Matthew Lecky, der nach seiner Leihgabe aus Gladbach nun endgültig verpflichtet wurde. Der Maskenmann der vergangenen Saison, Tim Heubach, konnte zum Trainingsstart aber noch nicht dabei sein. Diese Woche wurde der Innenverteidiger an den Adduktoren operiert. Als Ersatz wurde vorsichtshalber Juan Umari aus Erfurt geholt. Nebenbei hält sich auch der vertragslose Chatli Amri in Bornheim fit, verpflichtet werden soll er aber wohl nicht. Dafür wird derzeit der Fürther Maximilian Buttenhauser getestet. Auch wenn der FSV auf dem Papier wieder einen schlagfertigen Kader zusammengestellt hat, heißt das offizielle Ziel aber nicht etwa, am 4. Platz der Vorsaison anzuknüpfen, sondern nur Klassenerhalt. Oder darf es doch ein bisschen mehr sein? Ich denke, das muss das Ziel von jeder Mannschaft sein, eine sehr gute Saison zu spielen. Intern haben wir die gleiche Ausrichtung, wie es nach außen hin so gegeben wird, dass wir einfach versuchen, in den ersten Spielen sehr, sehr gut zu starten, sehr gut in die Saison zu kommen. Und natürlich würden wir uns alle freuen, wenn die Saison genauso laufen wird wie die letzte Saison. Aber wichtig ist erstmal, dass wir gut in die Saison starten, viele Punkte holen und alles, was danach kommt, wird sich zeigen. Aber jetzt dazu sagen, wir müssen aufsteigen oder wir müssen den Relegationsplatz, ich glaube, das ist ja noch ziemlich früh auch und ja, einfach mal abwarten und gut starten. Mit einem international Erfahrenen wie Dennis Epstein dürfen die Bornheimer aber doch ein bisschen träumen.